Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Miss Survival mit mir, der Selina. Und ja, wir backen uns einfach hier so schön fröhlich durch. Ich möchte die Bugs nicht erschrecken, deswegen spreche ich ein bisschen leiser. Nein. Ja, ich hatte ja gesagt, ich will so dazwischen neu starten. Das Problem ist, es funktioniert nicht, weil wenn ich neu starten würde, könnte ich nicht speichern. Von daher habe ich mich dafür entschieden, nicht neu zu starten. Oh, Problem gelöst. So, das Auto kriegen wir immer noch nicht raus. Das heißt, wir müssen jetzt gewaltsam mit dem Hammer sanft den Baumstumpf massieren. Ja, es war ein nötiges Opfer. Sollte hier unbedingt mal aufräumen, ehrlich. Ich mache nur Blödsinn. Nur Blödsinn. Ach, Leute. Das Auto nicht wegköpfte. Weiß ich auch nicht. Das ist neu. Jetzt können wir mal in das Spiel speichern. Marco hat gesagt, ich soll euch bei meinen Fails mitgucken lassen. Seine Schuld. Also Beschwerden gehen bitte an ihn. Okay. Hey, ich könnte dich doch irgendwie umdrehen. So ging das. Gut, Leute. Ich park jetzt einfach. Ich park das Ding jetzt einfach da rein und gut ist. Aus. Fertig. Interessiert mich nicht mehr. Sobald ich hier wieder rausfahren muss, denn gucken wir, wie es läuft. Aber ich habe ja jetzt keine Böcke mehr. Nee, noch ein bisschen, noch ein Stückchen. So. Das Wichtigste ist, dass wir die Garage. Perfekt. So. Okay. Ja, wie gesagt, ich denke mal, da werde ich so einfach so eine Verbindung machen. Heißt sowas hier. Macht das die Tür zu? Nein, oder? Nee. Nee, sehr schön. Okay. hier vielleicht nochmal ein Tor hin. Dass ich hier das Tor aufmache und hier reinlaufen kann, rein theoretisch. Ja, aber dann komme ich ja nicht bis da hinten. Weil das Häuschen inklusive machen wir dann hier so durch. Und dann, sobald wir das gemacht haben, machen wir dann komplett drumherum. Um unsere Basis. Oder? Weil wir müssen das ja irgendwie mit integrieren in unser Dasein. So, okay. Als nächstes kommt die Frage. Bauen wir hier die Kisten hin? Ich würde schon fast sagen, oder? Da liegen so viele Nägel. Ach nee, ich kann das nicht kaputt machen, ne? Deswegen kann ich es auch nicht. Ich kann einfach gar nichts mehr machen. Oh. Klingt so, als würde irgendwas kaputt gehen. Weiß nicht, ob das gut ist. Ich kann es halt weder. Doch, jetzt hat sich was bewegt. Komm raus da. Komm raus. Komm raus. Oder nur die Nägel. Jetzt stell dich mal vor, es liegt jetzt die ganze Zeit halt einfach hier. Ja, wieso kann ich das Zeug jetzt nicht wieder nicht aufpicken? Okay, jetzt geht's wieder. Ganz komische Geschichte. Okay. Jetzt kommt das Buch raus. Kann ich dich auch wieder hier hin? So hin tun?
Nee. Ich baue die irgendwann mal neu. Oder ich lasse das Loch einfach so. Nee, das geht tatsächlich nicht kaputt. Schade. Ah, wahrscheinlich, weil man den Sand aus den Säcken nicht zurückbekommen kann. So, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, das halt quer hinzulegen. Weil das ist ja eigentlich, muss ja jetzt nur noch der Untergrund sein für unsere, sag mal, für unsere Kisten. Da reicht das hier ja auch vollkommen aus. Oder? Ja, ja. Ja. Sag ja. Tut mir leid. Ich habe immer noch einen richtig schlechten Humor, ich weiß. Dann halt immer mehr. Ich kann dich nicht kaputt machen, also bleibst du hier. Du wohnst jetzt hier bei deinen Freunden. So. Ja, das sieht vollkommen in Ordnung aus. Das sieht richtig, also ich finde es sogar richtig gut. Ja. Ha. Ich hab's falsch gemacht. Geht hier's? So ist hier nochmal eine Querstelle. Können wir das bitte einer erklären? Irgendeiner? Warum das hier so das da ist? Hier nicht. Nein! Nein, da habe ich überhaupt nicht drauf. Na, oh Gott. Nein! Ist das abreißen? Das abreißen, es ist abgesackt und mir ist das nicht aufgefallen. Das hat sich hier dran angebaut. Nein! Oder wir lassen es einfach. Ich habe das nie gesehen. Ja, auch nicht. Keiner hat es gesehen. Ja, wir müssen ein bisschen was trinken. Und das hier wollte ich auch sowieso schon lange mal wegbringen. So, das Feuer muss ich hier kaputt machen. Das ist ja kein Problem. Ich bin ja die Meisterin der Zerstörung. Watch and learn. Oder ich baue hier eine Tür hin. Ich glaube, es wäre sinniger, wenn ich hier eine Tür hinbaue. Ja, ich baue hier eine Tür hin. Einfach, weil ich mich sehr, sehr unwohl fühle, das jetzt hier zuzubauen und dann komme ich gar nicht mehr hier rein. Also nicht, was heißt gar nicht mehr? Also ich komme doch noch hier rein, aber nicht mehr so gut. Von daher würde ich mich doch besser fühlen. So. Ansonsten soll ich hier mal so eine Mauer machen mit Leiter. Da hinten würden wir die Sachen lagern. Und hier vorne könnte man wenigstens hochklettern. Nee. Nee, nee, nee. Hier könnte ich halt auch nochmal so eine Tür machen. Hier so eine Tür und da so eine Tür.
Ansonsten könnte ich auch noch sowas machen. Ja, komm, wir machen sowas. Wir machen sowas. Hier gerade da unten liegt noch was. Bevor ich das baue, hebe ich das vielleicht auf. Wobei... Ja, doch, es geht. So, nimm mal bitte das hier. Pass mal bitte drauf auf. Mache ich vielleicht das so, oder? Und hier könnte ich halt auch den Chicken-Zaun machen. Und den Chicken-Coop könnte ich auch hier hin machen. Ach, ich weiß nicht. Das ist aber alles so ungerade. Mann. Hier wäre ich ja dann sowieso nicht sicher. Könnte ich denn rein theoretisch... Passt auf. Wird sogar passen. Okay. Ich weiß halt nicht, wohin er aufgeht. Aber ich glaube, der ging dahin auf, wo dieser Strich ist. Das testen wir erstmal. Wisst ihr was? Das testen wir erstmal hier aus. Genau. So. Und zwar, wir möchten einen hier hin. So, und einen hier hin. Aber zuerst machen wir das mit der Tür. Dann merken wir uns einfach, wohin diese Mittelstrebe zeigt. Aber ich glaube, die Mittelstrebe... Genau, ich glaube, das heißt, dass nach da geht das Tor auf. So. Und dann geht noch eins. Ja, das geht halt so ein bisschen da rein. Das ist aber ist okay. Für mich. Weil ich kann sowieso hier nicht durchfahren. Okay, also wir brauchen Stückchen. Stückchen. Können wir ganz viele herstellen. Und dann... Ja, geht jetzt nämlich los. Jetzt geht's los. Mit den ganzen... Metall. Da werden wir noch einiges brauchen. In den Compounds. Okay, auf jeden Fall essen und trinken. Schon wieder. Ah, dass sie halt jeden Tag Hunger hat. Oh, und wir müssen unbedingt wieder Essen und Trinken holen. Ach, Kate, du und deine Puste. So. Ach, jetzt habe ich die. Na, egal. So viel kann ich auch davon jetzt nicht herstellen. 20 Minuten, 30. Komm, eine Stunde machen wir. 30 Stück, ja, das ist reichlich. Das ist ein bisschen was. Das ist ein bisschen was. Wie gesagt, die Strebe war da. Ja, okay. Dann wissen wir Bescheid. Das heißt... Rachel steht einfach mal im Weg rum. Was heißt das? Das heißt... Wir machen. Ja. Weil es geht ja komplett auf. Einmal. Tap, tap, pam, pam, pam. Nein. Dass dazwischen eine kleine Lücke ist, das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber die kommen da, glaube ich, trotzdem nicht durch. Die bleiben da trotzdem hängen. Und das ist ja das, was ich erreichen möchte. So, ich möchte erreichen, dass die hier stecken bleiben.
und dann nicht durchkommen. Ah, das ist schief. Ich glaube, ganz ehrlich, es ist egal, wie ich es baue, es wird schief sein. Hab ich einfach. War das so? Glaube. Ah, mal gucken. Ja, alles, passt alles, passt alles. Sehr schön. Nein! Gut, wir werden auf jeden Fall diese Folge noch wahrscheinlich Bärbel besuchen gehen. Und wir werden noch mehr Compounds holen. So, und zwar, wenn ich jetzt. Gar nicht mehr auf. Weil ich damit nicht interagieren kann. Das ist das Spiel, warum machen du das? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Von dem Ding. Seht ihr das? Die ganze Zeit das Teil im Gesicht. Also nicht im, ach, nicht im Gesicht. Das habe ich natürlich nicht mitbedacht. Das habe ich natürlich nicht mitbedacht. Ich hätte es weiter vorne machen müssen. Oh. Ärgerlich. Ehrlich, ärgerlich. Ich hatte ja so irgendwie die. Oh nein. Guten Compound. Weg. Ja, ich bin, glaube ich, während des Baus dieser Garage bin ich einfach um 10 Jahre gealtert. Jetzt liegen sie einfach da. Okay. Gut, was soll ich dazu sagen? Ich werde auf jeden Fall hier dann auch den Chicken Coop machen. So, dann hier da bis dahin. Da bis dahin. So. Und hier weiß ich noch nicht, ob ich das nochmal irgendwie was mache in die Richtung. Weil ich gerade ein bisschen traurig bin. Dass ich tatsächlich jetzt einfach die Compounds verloren habe, die da liegen. Du weißt, das ist ja, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer, dass sie da liegen und weg sind. Weil wenn sie einfach despawnt, dann würden sie dann wenigstens nicht da liegen und mich auslachen. Mein Kaffee ist alle. Nein! Oh Mann! Ist halt einfach so ärgerlich. Alles gut gegangen. So, naja, Tag, neues Glück. Vielleicht, wenn wir das Auto rausfahren. Guten Morgen, Auto. Komm, wir fahren mal kurz spazieren. Ja. Oh. Ja. Ich bin die Kopfhaut. Noch eins. Ja. Genau das will ich. Genau das will ich. Ich will den Compound. Ich will den Compound. Gib mir. Wisst ihr was? Ich schimpfe ja immer hier über Rachel und Kate und Scott. Ne?
Aber jetzt mal ganz ehrlich, was glaubt ihr, was die sich denken, wenn die hier vorbeilaufen und ich hier so komische Sachen mache? Die denkt sich doch auch, okay, die ist schon wieder, irgendwas macht die schon wieder. So kein Bock. Ist verrückt, die Alte. Ständig plant die hier irgendwas. Die nennt uns die Verrückte. Ja, das ist irgendwie die Stimme von Ed. Dieses Hello ist gar nicht von ihr. Darkness, my friend. Das ganz kurz. Ja, gut. Ganz ehrlich, eins verkrafte ich noch. Eins verkrafte ich. Aber zwei. Kann ich. Moment, kann ich das mit irgendwas hauen? Damit es da rauskommt? Mit sowas hier? Nee. Leider nicht. Leider geht nicht. Was, wenn ich mich direkt darum drüber stelle? Es ging doch eben ganz kurz. Dann lass mich doch auch mal Glück haben. Komm schon. Okay, ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie hier eine halbe Stunde einfach nur zu probieren. Wir haben immerhin schon viel mehr rausbekommen als gedacht. Die Garage macht schon sehr viel Spaß. Muss ich sagen. Da war es schon wieder, ganz kurz. Okay, was ist, wenn ich weglaufe und dann wieder hinlaufe? Okay, ihr hört es wahrscheinlich wieder voll laut. Tut mir leid. So. Okay, also wir haben natürlich die Möglichkeit, da drum herum einen kompletten Zaun zu ziehen. Das will ich aber nicht. Die andere Möglichkeit wäre, dass wir hier so ein Ding in die Mitte stellen. Da fahre ich ständig gegen. Ohne Witz, da werde ich ständig dagegen fahren. Mal gucken, wie das reinragt. Ich habe ja so schon Probleme. Ich habe nur. Ja, das meine ich. Ich habe ja so schon Probleme. Wisst ihr, was ich auch machen könnte? Jetzt mal nur so ein bisschen blöd rumgesponnen. Ich könnte, Entschuldigung, links und rechts so einen Zaun bauen, also so einen Chicken-Zaun. Damit ich das Auto gerade in der Spur reinfahren kann, so dass ich safe wieder rausfahren kann. Mache ich. Ohne Witz, das mache ich. Einfach so Marker, dass ich weiß, ah, okay, gut, ich kann dann gar nicht mehr falsch fahren. Es funktioniert nicht. So. Weil dann habe ich, genau, dann habe ich den Zaun, der ist halt so Wegweiser. So von wegen, okay, halt, stopp, hier ist Wand. So. Ne? Ist das schief? Ist ja egal. Hauptsache, ich komme da wieder raus. Das ist doch alles, was zählt. Ohne Witz, das ziehe ich durch. Das ziehe ich durch. Das ist meine Einparkhilfe. So. Und jetzt hier. Und ein bisschen muss es rein. Ja, da habe ich Parklücke. Perfekt. Ohne Witz. Beste Idee. So. Für diejenigen, die nicht Auto fahren können, so wie ich.
Ja. Es geht ein bisschen schief, oder? Ah, das Ganze ist. Bei mir ist ja alles schief im Spiel. Soll der Geiz. So, zwei Dinge können passieren. Ich komme gar nicht mehr rein. Aber so ist die Gefahr, wenn ich zum Beispiel dann rückwärts rausfahre, dass ich gegen die Wand fahre, sehr viel geringer. Also dass ich hier irgendwo stecken bleibe. Und das lohnt sich ja schon wieder. Das lohnt sich. Ja, ich habe schon wieder Hunger. Wir müssen auf jeden Fall Bärbel besuchen fahren. Und ja. Ach, es liegt tatsächlich an den Stöckchen. Die fehlen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Alles klar. Was haben wir hier drin? Das ist Autozeug. Autozeug kommt hier rein. Ja, ich mach die so übereinander. So nebeneinander, übereinander. Wird auch mal langsam Zeit, dass hier mal was passiert. So, Wasserflaschen, die kommen dann auch hoch zum Essen. Nur mal hier ein bisschen Platz. Also nicht viel, aber ein bisschen Platz sollte ich vielleicht doch schaffen. Wolltest du mir jetzt erzählen, das geht da nicht rein? Ja, was? Noch mal ein bisschen. Ich schiebe hier mit rein. Der Zaun ist zu nah, ja. Ja. Manchmal bringt das Spiel mich schon ein bisschen zum Verzweifeln. So, zwei Stück noch. Die Motoren, richtig. Das ist. Wisst ihr, was ich gerade denken muss? Die komplette Base einfach schief. Ja, alles ist schief. Die Kisten müssen aber gerade stehen. Ja, jetzt passen die Kisten wenigstens zum Rest. Mach keinen Blödsinn. So. Hätte ja sein können. Okay, ich wollte noch ein paar Stöckchen herstellen. Ah, gut, Durst ist in Ordnung, aber Hunger. Ja, gut, bis wir gejagt haben, bis wir es gebraten haben. Vielleicht sollten wir schon mal. Ich glaube, ich werde das auch. Na, soll ich es hoch machen? Oder hier unten? Oben ist halt wieder Holz. Ja, das ist halt so mein Problem. Übrigens, wie gesagt, die Handwerker, die sind immer noch oben drüber. Das tut mir echt leid. Aber mittlerweile bin ich so an dem Punkt, an dem ich sage, würde ich warten, bis die Handwerker fertig sind. Also ich sag's mal so, ihr könntet dann wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder Let's Plays sehen. Ich mach das hier hin. Ja, hier so hin. Ich weiß, dass oben der Vorratsraum ist, aber hier unten wird's gebraten.
Also, ich sollte vielleicht nicht selber ins Wasser gehen. Ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Im Endeffekt war ich sauber, könnt ihr euch das vorstellen? Ekelhaft. Dieser wunderschöne Gestank nach vergorenen Schweiß. So. Okay. Schau mal rein, was ich habe. Dann habe ich es nicht mehr im Inventar. Dann wahrscheinlich nur noch die Säcke übrig bleiben. Gut, die Säcke mache ich mir irgendwann zwischendurch. Ich würde sagen, ich hole dann nächste Folge. Beziehungsweise wir holen nächste Folge dann das Fleisch. Das Fleisch, das gute, leckere Fleisch von der Bärbel. Ja. Ansonsten, ich will schon überlegen, ob ich die Koffer einfach hier drinnen lagere. Okay, ich warte noch ab, bis die dann fertig sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Thank you.